Ausgegangen sind wir ja vom Akademischen Museum, also wir haben uns gesagt, es gibt einen Datenbestand kuratierter Daten in der Welt und wie können wir den sozusagen in digitale Form der Präsentation oder auch Rekonstruktion einer historischen Sammlung bringen. Das war ein Ausgangspunkt. Wir haben auch durchaus auf das Material geschaut sozusagen und haben uns dann im Prozess allerdings durchaus auch vom Akademischen Museum in Göttingen entfernt. Das werdet ihr sehen sozusagen, wie sich das verallgemeinert hat vielleicht. Genau. Ich möchte anfangen und den Realistic Prototype vorstellen. Der heißt Mama Lauda, in Anlehnung an ein Après-Ski-Lied. Und Lauda steht in diesem Fall für Linked Open Usable Data Automat. Und bei diesem Automaten geht es darum, dass wir unsere Ausgangsbasis im Akademischen Museum viele Objekte haben, die verteilt sind und wir diese in dem Akademischen Museum, in den universitären Sammlungen heute bereits weitestgehend gut zusammenordnen können und wenn neue dazukommen, können wir die aggregieren und zeigen. Aber ein ungelöstes Problem ist die Vernetzung zwischen den einzelnen Datensilos. Und unser Automat, Lauda, ermöglicht jetzt eine automatische Verknüpfung der einzelnen Objekte und allem, was dazugehört, unterhalb, also zwischen diesen einzelnen Datensilos. Und unser Ausgangspunkt ist Elke. Elke arbeitet an einer Ausstellung und hat eine Schnupftabakdose gefunden und überlegt sich jetzt, Mensch, das ist mein Einstiegspunkt, ich nehme diese Schnupftabakdose und hebe sie in meine Objektumgebung und innerhalb dieser Objektumgebung gibt es automatische Verknüpfungen mit zum Beispiel Münzen. Denn dieser Schnupftabakdose über das Schlagwort Tabak ist eine Arbeit zugeordnet, wo Tabak als Zahlungsmittel in bestimmten Regionen der Welt aufgeführt ist. Und über diese Kombination findet sie jetzt die Schnupftabak- und Münzsachen. Oder zum Beispiel findet sie einen Fußball. Denn über die Georeferenzierung, über die Metadaten, die, wo diese Schnupftabakdose gefunden wurde, ist in einer komplett anderen Sammlung in der großen, weiten Welt, wurde gesagt, hier in der Nähe wurde übrigens auch ein Fußball gefunden und der ist zum Beispiel dort erhalten. Und so gibt es eine mögliche, ja, können die einzelnen Optionen miteinander kombiniert werden. Und das Ganze passiert vollautomatisch. Man muss sich nicht darüber Gedanken machen, hat jemand eine Annotation in der Europäer zur Schnupftabakdose hinzugefügt? In dem Moment, wo sie hinzugefügt würde, taucht sie bei mir auch auf. Und ja, man kann sich eigene Merklisten anlegen, um die Objekte, die man gefunden hat, dann zu speichern, für später anzuschauen. Man kann über einen Curators-Chat Kontakt aufnehmen mit vielleicht jemandem, der gern raucht und Tabakblätter gefunden hat und Tabakblätter beschrieben hat und Informationen austauschen. Das Ganze passiert rein und raus durch Lauda und ja, habe ich was vergessen? Dann gebe ich weiter von hier zum Funky-Prototype. Genau, der Funky Prototype baut bei uns im Prinzip auch auf dem Realistic Prototype auf. Wir haben den C-Space entwickelt. Collect, Create, Collaborate war unser Motto. Und das Ausgangsbedürfnis war, dass man global Objekte aus allen möglichen Sammlungen virtuell mit allen Sinnen erleben kann. Also das, was auch vorhin schon mal bei der Ananas aufkam, ich sehe, das ist ein heißes Thema, das ist nämlich auch Voraussetzung. Also wir gehen davon aus, dass die Daten eben über Lauda angereichert sind mit allen möglichen Informationen zu den Objekten, dass sie eben auch Geruchsinformationen haben, dass man die virtuellen Objekte auch für eine Klangprobe nutzen kann, also wenn man ein Gefäß anschlägt, dass es dann auch einen Ton ergibt. Solche Dinge setzen wir einfach erstmal voraus. Hier hat auch Elke wieder ihren Auftritt.
Es ist jetzt quasi einige Zeit später, nachdem sie diese Ausstellung gemacht hat mit Lauda, und sie hatte sich den Fußball gemerkt in ihrer Merkliste. Und jetzt entwickelt sie im C-Space eine virtuelle Ausstellung. Das heißt, sie überlegt sich, okay, ich weiß, in Frankfurt die Räume sind so und so groß, ich habe die und die Vitrinen. Und jetzt überlege ich mir, aus welchen weltweiten Sammlungen ich Objekte nehme. Und sie kann sie über einen virtuellen, also einen VR-Anzug, wie auch immer das genau aussehen wird, mit einem Helm und einem Handschuh vielleicht, dann auch tatsächlich in die Hand nehmen und auch im Raum verteilen und anschauen, ob das auch in der physischen Welt funktionieren würde, von der Optik her für die Besucher, und kann das eben alles in diesem C-Space planen, kann dann auch die Sachen, die sie dort erstellt hat, exportieren, das heißt eine Exponatliste ausdrucken, einen Raumplan, und kann dann auch daraus die physische Ausstellung generieren. Es bleibt aber auch die virtuelle Ausstellung. Das heißt, wenn ich als Besucher es nicht schaffe, nach Frankfurt zu fahren und sie mir anzugucken, kann ich diesen virtuellen Raum betreten und kann mir ihre Ausstellung anschauen. Das Ganze macht auch Simon. Simon ist 13 und begeisterter E-Sports-Fan. Er spielt also sehr viel Fußball auf seiner Konsole. Und da bekommt er in einem Fußballspiel einen Ping: Hey, Spiel gegen Brasilien, da war was mit einem Ball. Und möchtest du mehr erfahren? Möchte er über diesen Ball, kommt er in die Ausstellung von Elke, findet den Ball auch total spannend, die Ausstellung jetzt nicht so, aber mit dem Ball kann er rumexperimentieren im virtuellen Raum und kann dann auch ausprobieren, hey, was passiert eigentlich, wenn ich Parameter ändere, auch da sind wir wieder bei der Ananas. Wir haben das Ganze noch ein Stück weiter gedreht, man kann nicht nur das Klima ändern, man kann das Ganze auch auf dem Mond ausprobieren, also wie schieße ich einen Ball in der Schwerelosigkeit, was passiert dann, wie verhalten sich Objekte, und er spielt also einfach mit diesen Dingen rum. Vielleicht zerschießt er auch noch irgendwas, was rumstand und zu Bruch gegangen ist. Es ist egal, weil es ist seine Version der ganzen Ausstellung. Das haben wir hier versucht anzudeuten mit diesem blauen Kubus, was dann eben eine zweite Version dieser Ausstellung ist. Die kann er auch speichern und kann dann vielleicht seine Freunde einladen und denen sagen, hey, ich habe da gestern was total Cooles gemacht. Kommt auch mal mit und guckt euch das an. Man kann also auch zusammen in solche C-Spaces eintreten und kann dann mit den anderen Personen interagieren und zusammen Fußball spielen. Es gibt also verschiedene Versionen. Wenn er seinen Eltern das zeigt und die sagen, naja, jetzt würde ich mir aber auch gerne nochmal die Ausstellung angucken, können die eben auch wieder zurück in die grüne, kuratierte Version von Elke gehen. Also auch das ist eine Möglichkeit. Frage an die Gruppe, ob ich was vergessen habe. Ach so, genau, es hat außer diesem Kuratieren und man kann damit spielen und Sachen ausprobieren und die Sachen virtuell erleben, auch einen Aspekt für die Lehre, weil wenn man jetzt eine Vorlesung, Seminar über Objekte hält, kann der Dozent natürlich auch einen C-Space mit diesen Objekten kuratieren, kann eben dort die Sachen anordnen und seinen Studenten zur Verfügung stellen. Die können dann gemeinsam oder alleine die Objekte nochmal genauer untersuchen, unter die Lupe nehmen, vielleicht auch annotieren. Man kann diese Sachen dann eben auch wieder exportieren für die Hausarbeit und kann eben dort nochmal einen ganz anderen Lehraspekt auch unterbringen. Genau, das wär's von meiner Seite. Applaus